So, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild. Vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier. Kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann seid ihr diesen Disclaimer auch los. Heute habe ich Schiss, weil Schalke musst du eigentlich besiegen aktuell. Aber man hat einfach dieses Ding im Hinterkopf noch als VfB-Fan, dass du genau gegen solche Teams dann verlierst. Und deswegen habe ich Angst vor diesem Spiel. Mein Tipp, wie gesagt, 0-1, 1-2, enger Auswärtssieg. So, zack, am Pfiff. Ich werde den Chat jetzt so einen Ticken hochschieben, dass ich immer so die letzten drei Nachrichten immer so circa hochschiebe, damit ich nicht von euch gespoilert werden kann. Jetzt gibt's den VfB-Spam. Schön, Castro. Der kommt durch, Klimovic! Oh! Matteo Klimovic. Schade, es war eine gute Chance für Klimovic. Schön, mal ein bisschen Platz für Stenzka mal abziehen, wenn er will. Ja, boah! Den kann man auch mal festhalten, aber so haben wir jetzt gerade eine Ecke provoziert. Vielleicht geht da was. Stellen Sie mit dem Abschluss. Ja, der Dip böse. Okay, gut. Oder war ich einmal zu unsicher, der Rönne, dass er den direkt in die Hand fängt. Kleine halbe Stunde vorbei im Spiel. Schalke mit dem Freistoß. Der hat ja auch ein paar große Leute drin, ne? Sané und Co. Der kommt nicht schlau! Wir liegen hinten. Wir liegen hinten. Marik Ciao. Wir liegen hinten. 1-0 für Schalke 04 durch das Abwehrtalent Ciao. Ich hab's davor doch noch gesagt, dass der nicht verkehrt war gegen Dortmund. Ich hab's davor noch gesagt. Ja, der war nicht gut gedeckt dahin. Der war nicht gut gedeckt. Wer war da? Mangala. Ja, Mangala war einfach nicht beim Mann. Mangala war nicht am Mann. Mangala war nicht am Mann. Oftmals hätte ich gesagt, ach du Scheiße, super, das Spiel ist quasi vorbei, aber wir waren ja gefühlt fast immer in Rückstand, also von dem her ist das Spiel auch noch lange nicht durch. Natürlich schon noch sehr wichtig, vor der Halbzeit auszugleichen, so wie gegen Mainz. Das ist auch wieder ein Foul, Schiri, weil es ist eigentlich wieder ein Foul an Klimovic, aber er pfeift es halt nicht ab. Er pfeift es halt nicht ab und es läuft Schalke in den Konter rein. Oder was, wir laufen in den Schalker Konter rein, so rum. Wichtig von Karasu abgedingst, abseits. Das ist halt wieder, das war im Aufbau einfach ein Foul an Klimovic, aber er pfeift es nicht. Er pfeift es nicht. Es sind so kleinere Fouls, ne? Es sind so kleinere Sachen, wo der Schiri einfach nicht für uns pfeift. Alter. Deine Meinung zum Spiel, also bisher, wie gesagt, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Wir hatten ganz am Anfang eine große Chance von Klimovic, der knapp daneben geht. Sonst hatten wir beide offensive Ansätze, weil beide Abwehrreihen doch schon anfällig sind. Dann verteidigen wir einen Freistoß schlecht, Schalke macht es 1-0 und dann ist Halbzeit. So, also da ist noch alles drin. Kalajdzic also raus und dafür ist Gonzalez gekommen, das sehe ich gerade. So, meinst du eine Chance auf die Champions League? Nein, im Leben nicht, nein. Nein, sind wir, nee, haben wir nicht. Bei uns geht es darum, dass wir drin bleiben, also mindestens 15. Mehr ist bei uns nicht. Wie findest du starke Leistung bis jetzt von 1 bis 10? Also in dem Spiel bisher ist es, ja keine Ahnung, normal. Es ist eine 5 oder so, eine 6, 6 von 10, 5 von 10, keine Ahnung. Kein besonderes Spiel bisher von Schalke, genauso wenig wie von uns. Ja, faul für uns, vielleicht jetzt Freistoßchance für uns. Schöne Flanke. Ja, Gonzalo. Oh, Kempf! Aber da war doch ein Schalker mit der Hand dran. Oder was wurde da gerade beim VfB-Spielern gemeckert? Irgendwas war da scheinbar. Die Flanke von Sosa wieder echt nicht schlecht. Gonzalez. Ja, Digga, das ist ein Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Das ist ein Elfmeter für uns. Den muss er pfeifen. Wenn wir uns die Handthematik angucken, dann muss er diesen Elfmeter pfeifen. Der ist so weit weg vom Körper. Wie gesagt, das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Ich unterstelle dem Sané keine Absicht oder sowas,
aber nach der aktuellen Handauslegung muss das ein Elfmeter sein. Muss. Muss. Ohne Diskussion muss das ein Elfmeter sein. Und er pfeift ihn. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin weit entfernt von einem Fan von dieser scheiß Handregel, weil der springt ja auch nur rein, ne? Bisschen muss ja mit Schwung gehen, ein bisschen deine Hand mit reinnehmen in deine Action. Aber die war so weit weg, die Hand. Deswegen hochverdienter, richtig entschiedener Elfmeter, auch wenn die Handregel fragwürdig ist weiterhin. Sehr fragwürdig. Also die haben Leute aufgestellt, die nie Fußball gespielt haben. Gonzales. Ja, Junge! Schönes Ding. Nicolas Gonzales. Erster Saisontreffer in der Saison 2021-2025 für Stuttgart. Guck, jetzt bist du wirklich, das ist eigentlich das perfekte Tor, was hätte fallen können. Weil jetzt hat Schalke durch so einen Standard das 1-0 gemacht. Wir machen durch einen Elfmeter ein 1-0. Jetzt ist das Spiel vom Ergebnis vollkommen vollkommen richtig. Jetzt haben wir das absolut richtige Ergebnis. So, jetzt haben wir das genau richtige Ergebnis für den Spielverlauf bisher. Jetzt Platz, Klimovic. Oh, schlechter Ball auf Castro. Junge, ey. Da wäre mehr drin gewesen. Also, Sosa ist raus, dafür kommt Silas. Das ist genau der Wechsel, den ich mir auch gedacht habe. Klimovic geht raus für Clement, also genau der gleiche Wechsel, den ich mir auch gedacht habe. Sehr, sehr gute Wechsel. Auch noch gerade zu Recht, mit der 75. haben noch genügend Zeit, um einen Einfluss zu nehmen aufs Spiel. Jetzt hoffe ich sehr, dass wir noch dahin kommen zum 2-1. Wie gesagt, wir waren mit 1-1 auch zufrieden. Punkt auf Schalke bin ich auch in Ordnung. Punkt auf Schalke gehe ich auch in Ordnung mit. Aber es wäre natürlich sehr viel geiler, wenn du hier noch gewinnst. Vor allem, wenn du halt guckst, dass Schalke vermutlich auch bis zum Saisonende mit uns da unten im Abstiegskampf hängt, dann ist es halt so ein 6-Punkte-Spiel, ne? Da ist dann halt so ein Sieg nochmal mehr wert. Da bringt den Unentschieden nicht viel weiter. Hilft Schalke nicht viel weiter. Hilft uns nicht viel weiter, aber das Unentschieden hilft natürlich Schalke noch weniger weiter als uns. Deshalb muss man natürlich auch sagen. Jetzt nochmal eine Chance. Komm, Junge, mach die Meter. Du bist frisch, Kleme. Du bist frisch. Schön. Castro hat Platz. Abschluss. Oh, den hat er stark gehalten von Renault. Guter Abschluss. Gut gehalten von Renault. Kommentator sagt es gerade, wir haben dreifach so viele Torschüsse wie Schalke. Wir haben 18 Torschüsse oder Schüsse aus Tor, wie auch immer. So, Abpfiff. Schalke 04 und der VfB Stuttgart trennen sich mit 1-1. Kleines Mini-Fazit noch. Ich schiebe euch mal das Spiel hier rein in den Fenster, ins Fenster hier. Zack, 1-1 ist ausgegangen. Also Jungs. Wie gesagt, gibt da wieder einen Podcast dann, wo ich ein bisschen mehr drüber erzählen kann oder vielleicht ein Ding ausführlicher wert noch. Aber am Ende des Tages, wir waren näher dran am 2-1, aber auch nicht klar oder irgendwie mit riesen Chancen am 2-1 dran. Das war es ja auch nicht. Deswegen, 1-1 ist vollkommen in Ordnung geht, verdient es 1-1. Nicht verloren auf Schalke, sich nicht zur Dachnummer gemacht. Mehr Druck aufs Tor wie gegen Köln noch. Also doof gesagt, ein besseres 1-1 wie gegen Köln. Nächste Woche geht es weiter gegen Frankfurt. Wir haben weiter in dieser Saison bisher nur einmal verloren. Und das war am allerersten Spieltag. Also alles entspannt, guter Saisonstart. Für unsere Statistik auf Schalke den Punkt zu holen, musste auch erstmal machen. Auch statistisch sind wir auf Schalke normalerweise ja nicht so gut unterwegs. Also alles in Ordnung, nicht zu meckern. Von dem her, alles chillig. Vielen Dank für den geilen Stream. Wir sehen uns dann in irgendeinem Video wieder, wo er mich halt anschaut. Ne? Sei es der Podcast, sei es der Gaming-Stream am Donnerstag, sei es der Stream dann gegen Frankfurt nächste Woche Samstag. Also Jungs, haut rein.